Minusgrade, Winterferien, doch die wahren Faschingsfreunde waren auch diesmal wieder dabei. Zum dritten Mal fand auf dem Sonnenstein ein großer Faschingsumzug statt, diesmal unter dem Motto Zwergenaufstand auf dem Sonnenstein. Alle Zwerge sind da, der Hoppelbold, der Wurzelbaum, die Packe, Naseweiß, der Kuck, Huckepack und Pick, heute alle außer Zwergenalarm. Weit mehr als 100 Kinder waren beim Umzug mit dabei. Und der führte die Karawane quer durch das Wohngebiet, vorbei an den Kindergärten, wo noch mehr Prinzessinnen und Feuerwehrleute sich der Menschentraube anschlossen. Organisiert wurde der Faschingsumzug von vielen fleißigen Händen aus dem soziokulturellen Zentrum. Die Verkehrswacht war mit dabei, die Polizei und die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna. Wie in den Jahren zuvor gab es am WGP-Kundenzentrum eine Pfannkuchenüberraschung für Groß und Klein. Sonnenstein! 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 Bunte Kostüme und fetzige Musik. Der Faschingsumzug ist vom Sonnenstein nicht mehr wegzudenken. Im kommenden Jahr sind dann vielleicht noch mehr Kinder mit dabei, denn dann liegt die Faschingswoche nicht mehr in den Winterferien.